Herzlich willkommen, meine Lieben. Ja, und da sind wir schon bei Part 2 von Stalker 2 Heart of Chernobyl. Und als ich den ersten Teil bearbeitet hatte, ich hatte so viele technische Probleme und glaubte, sie gelöst zu haben. Und nun konnte mein Videobearbeitungsprogramm den Codec nicht mehr lesen. Darum musste ich es mit was anderem schneiden. Es ist nur in Full HD draußen, genauso wie das hier. Ich habe aber den Eindruck, es ist noch ganz annehmbar. Ich habe jedenfalls keine echte Alternative. So, jetzt habe ich euch vorgeheult. Jetzt gehen wir aber mal da rein, wo wir zuletzt aufgehört haben. Weiter geht's. Ja. Wir sind da ja bei unserem ersten Unterschlupf gelandet, hatten eine erste Auseinandersetzung mit den Wächtern und den freien Stalkern erlebt und sind aber auf der Suche nach Solder und versuchen jetzt ein wenig über ihn in Erfahrung zu bringen. Hoffentlich von Erfolg gekrönt. Ich glaube, wir heißen Skiff, ne? Wünschen wir Skiff alles Gute dabei. Hey, Stalker! You must have been new here. Come over here. Let's have a chat. Aber unbedingt. That's how we're all here in Zalicia. This maniac's gonna drink all my vodka in the street. If anyone asks, I'm at home and busy. Anyone at all? Anyone. Don't buy into that whole dog and pony show, rookie. Gaffer's being uppity because it's out of Latsin. If Korshinov was here instead of him, we'd have been standing against the wall already. The captain prefers a more diplomatic approach. Ja, können wir ja froh sein. Dann fragen wir ihn mal nach Solder. So, who should I ask about Solder? Try Zodov. The ward can find anyone you want, as long as you can cut a deal with them. And you're okay with their methods. Or you could ask Gaffer. Just give him some time to get to his house. He's an easygoing guy. He usually helps rookies out. He's had to deal with a year's worth of crap today. See ya. Good luck. First drinks on the house if you need it. And I get the feeling you're gonna need it. So, wir können ja auch gleich noch einen Job abstauben. I don't feel like running errands. Got anything good? You still smell like the mainland, tough guy. Feeling bald and audacious already, huh? All right. There's a guy, kinda like you, who owes me some coin. His name is Volek Lux. I need my money back. Ja, erzähl mir ein bisschen was über ihn. What kind of man is this Valak Lomax guy? He's new to the zone, but he already made a name for himself. This one sharp asshole, not afraid of risks. Always full of white plants. Kinda liked the guy. Thought he would go far. He went too far. Got himself a new gun, and I'm still mopping about how to set him straight. Alles klar, dann würde ich mal sagen, werden wir dem armen Teufel mal das Geld abluchsen. Sure, I can handle it. I saw him just a couple of hours ago. He headed north, towards the water tower. I don't want his blood on my hand. Just scare the kid, shake him down and get my money. And that's it. 20% is yours. Ist ein Deal, okay. Dann werden wir da mal hin. Und er sagt ja, der erste Drink geht aufs Haus. Genau genommen geht hier alles erstmal aufs Haus. Können uns hier erstmal so ein bisschen eindecken. Mit Krimskrams. Ist hier noch irgendwo was? Das war's schon? Ja, immerhin. Gut. Dann werden wir mal nach dem werden Herrn Damlack schauen. Ja, okay, lass uns reden. Okay. Here's the deal. I'm ready to pass some stalker wisdom onto you. Right here, right now. I'm totally free of charge. Interested? Wo ist der Haken? Maybe. But first, I want to know what the catch is. There's no catch. I owe Gaffer money. So I've been working off my debt by helping rookies with advice. And today's my last day. So you've hit the jackpot. Also ihr schuldet jeder jedem was, ne? What do I win? Back on the mainland, Mom and Dad were the most important people in the world, right? But here in the zone,
It's the tech and the trader. And their love comes with a price tag. Loot or coupons. Got it? Hast du nicht einen hilfreicheren Tipp noch? The trader peddles goods. What about the tech? In the zone. The quickest way to figure out how something works is to try it out. An enemy gets a bullet, an anomaly gets a bolt, and a trader gets a little conversation. Here are the coordinates for our tech, Lens, and Hamster the trader. Chat them up. If you've got coupons, buy something. If not, check in with Warlock for a gig. He's usually got something going. One more thing. If you find yourself in a dust-up, with any of the factions, pay their boss a visit. Conflict is a part of life in the zone, but there's always a way to resolve it. Always better off with a lousy peace than an awesome firefight, get it? Anyway, once you've mingled with the locals, hit the road. Just don't bother me again. No one else is gonna help you for free in this neck of the woods. Least of all me. Alles klar. Vielen Dank, Kolja Mörtel. That's it. Finally, I've settled my tab with Gaffer. Now I'm off to the swamps. Ist aber interessant, ne, dass er seine Schulden begleicht, indem er Neulingen hilft. Also wird hier sehr menschenfreundlich geführt, der Laden, muss man sagen. Aber da hat er mich auch noch auf was gebracht. Wir hatten ja beim letzten Mal schon ein bisschen was gesammelt. Vielleicht können wir schon mal was verticken, bevor wir auf Mission gehen. Wir haben übrigens auch noch mal ein PDA. Die Mission gucken wir uns mal in Ruhe an. Ne? Jetzt wollen wir, glaube ich, erstmal. Haben wir genug geredet. I've got the best deals in the zone. Ask anyone. Guaranteed. I never try to pull one over on the rookies like Sidor does. If anything breaks, it's because you need to take care of your gear. This stuff's not made of steel. Well, except for the things that are. Anyway, show me what you've got. Well, show me what you've got. Gut, also ein Händler sagt. Der sagt, ich zieh dich nie übers Ohr, ist dann doch alles andere als glaubwürdig, würde ich sagen. Siehst du, dann können wir das verticken. Auch die ganzen Nachrichten, die haben wir jetzt gespeichert. Wir können die PDAs jetzt verkaufen. Und ich habe auch einen zu viel, ne? Der kann auch weg. Behalte ich die? Ja, die ist in gutem Zustand. Und ich habe noch keine Zweitwaffe. Ja, dann hätten wir 1200 Öcken verdient. Sogar etwas noch drüber. Und Gewicht verloren. Perfekt. Ich glaube, den Deal können wir so bestätigen. Okay. Und tschüss. See ya. So, haben wir schon mal richtig was abgestaubt. I've got a job for you, Stalker. Und die Mission, die werden wir uns auch schon mal sichern. Ich weiß nicht, ob wir sie heute auch noch machen, aber die ist sehr spannend. Welcome to the area, Stalker. I've got a job for you. Ja? But I should warn you. It involves going to the poppy field. Dann lass uns mal was übers Mondfeld erfahren. The poppy field? What's that? One of the zone's most infamous wonders. Lots of people are drawn there, but few ever leave. As soon as you walk into the field, it saps your energy, making you weak and drowsy. That's where our farmstead used to be before the accident. I guess it's probably still there, but you'd have to be nuts to settle down in that place. Okay. What kind of job did you have in mind? When my parents and I were evacuated after the accident in 86, we left a family heirloom in the root cellar, an old Orthodox icon. My mother, she kept talking about it until the day she died. I need to find it. I want to have at least something to remember my family by. Bring it to me, and I'll pay you the full price of an expensive artifact. I couldn't get it on my own. Gut, also er will eine Ikone haben und hat uns verraten, dieses Mondfeld ist im Wesentlichen eine riesengroße Anomalie. Alright, I'll bring you the icon. I'd really appreciate it. Remember to stock up on energy drinks though. The poppy field isn't that big, but you can get lost real easy. Genau, Energy Drinks sind dafür gedacht, die Stamina aufzufüllen, wenn man mal außer Kondition ist. Warum uns das rät, das werden wir dann erfahren. Wir haben jetzt aber erstmal den guten Dämlack zu retten. Und da müsste ich gerade noch auf die Map schauen, wo jetzt der Dämlack hier... Genau, die markieren wir uns. Ist gar nicht so weit weg. Gehen wir mal hin. Ah,
Also ich fühle mich beständig wirklich an den ersten Teil erinnert. Auch die gesamte Lichtstimmung, es ist alles sehr ähnlich. Manchmal so ähnlich, dass ich mich frage, kann man das Spiel überhaupt Leuten empfehlen, die ersten drei Spiele exzessiv gespielt haben. Ich glaube, das ist eher was, um nochmal neue Spieler, die damals vielleicht noch nicht interessiert waren an solchen Dingen, wieder ins, oder überhaupt erstmal ins Boot zu holen. Das ist Ansichtssache. Aber es ist was anderes als zum Beispiel das Remake von Resident Evil 2, was ja wirklich ein komplett neues Spiel war. Das kann man hier nicht unbedingt sagen. Oh, hier gibt's Probleme. Screw you! Screw you all! John, who's gonna be first? Not me. Hey you! Loner! Come and help some good fellows. Make yourself useful. Oh, was kann ich denn tun? Valak Lumux barricaded himself in that shack. Owes me a big pot of dough. And instead of playing me up, he's poking me with a gun. Go and have a nice talk with him, would ya? Calm him down. Make him tell you where his stash is. Got it? Cause I'm about to have a fucking meltdown. Offenbar schuldet der gute Dämlack auch noch anderen Geld. Da können wir hier mal drauf hinweisen. Not the only one Valak Lumix owes money to. I've come to collect his debt. Why should I give a damn, buddy? First you take care of my problem, then you can take care of yours. Get it? Gut. Also wir haben es hier ziemlich sicher mit Banditen zu tun und wir sind auch noch nicht wirklich in der Position, uns mit denen anzulegen. Chill the hell out already, I got it. Good boy. Stay away from the door or Lumux will blow your head off. There's a hole in the wall where the tower is. You two will have to chat through it. I'll keep an eye on you. Why is it always me? Because I say so. No funny business, Loner. You don't want to piss me off. Eindruck habe ich auch, aber dein Kumpan scheint eher so ein bisschen minder bemittelt zu sein. Who's there? Ich. I'm gonna shoot. Nein. Lass uns reden. Easy there, I just want to talk. Are you nuts, man? I'm kind of busy here, you know? If I drop my guard for a second, these thugs will do me in. If I'm going down, I'm taking at least one of them with me. Ich komme aber wegen Warlock. You owe money to Warlock. Are you kidding me? Fine, get in line. It's not like you can kill me twice. You want me to pay him back? All right, listen up. The stash is at the water tower, at the very top. You'll know what to do once you're up there, hopefully. Don't get into an anomaly on the way. Whoa, he's spilling the beans. Are you scared of heights, Loner? Nah, I don't give a damn. Get up to the tower and grab the stash. Now! Okay, dann hole ich mal das Zeug. Wer bin ich, mit denen zu debattieren? Okay, das wird ein steiler Aufstieg. Hoffentlich ist es was Gutes. Hey, tighter Beat, Mann. Ah ja, okay. Was haben wir denn Schönes? Oho! Na, das ist doch mal nett. Come on, Stalker. Dope ain't gonna let us go. You got a clear shot. Take him out. Alles klar. Ich habe also Sniper gefunden. Und damit könnte ich mich jetzt auch der Banditen entledigen und dem Dämlack wie gleichermaßen auch mir einen Gefallen tun. Und ich finde, das ist eine gute Idee. Bei wem fangen wir an? Ihn sehen wir besonders gut. Oh, ich werde mal auf Einzelschuss umstellen. So, sonst verbrauche ich zu viel Munition. Okay. Na, wo seid ihr denn? Haben wahrscheinlich selber gerade Deckung gesucht. Okay. Ich sehe leider immer noch nichts. Das könnte jemand sein, aber der hat gerade nicht geschossen. Der hat sich nicht bewegt. Sag mal. Ah, da ist jemand. Gut. Hatte
ich den getroffen oder ist er noch gerannt? Nee, ich habe ihn getroffen. Gut. Aber ich glaube nicht, dass es alle waren. Ich habe erst zwei erwischt. Na gut, speichern wir mal und steigen wir mal hinab. Mal sehen. Oh, das war eh. Egal. Haben wir ihm einen guten Schluck gegönnt oder auch einen schlechten. Wir haben ihm einen Schluck gegönnt. Oh, er ist generell auch wieder hungrig. Da ist doch noch jemand, wusste ich's doch. Da war jemand. Okay, aber es ist immer noch rot. Das könnte auch die Anomalien betreffen. Aber es könnte auch noch ein Gegner da sein. Aber wir geben ihm mal was zu futtern. Benutzen auch gleich ein Verbandpäckchen. So. Alles klar. Wo liegt überhaupt die Leiche? Die wollen wir natürlich auch noch looten. Oh, die nehmen wir. Das nehmen wir. Scheinen aber alle erledigt zu sein. Gut. Oh, doch nicht. Ah, wo bist du? Na bitte. Jetzt haben wir alle. So, du hast doch bestimmt auch mal eine Waffe gehabt. Wo liegt die denn? Ah, hier. Gut. Hier haben wir auch noch einen Toten. I'm screwed. Either I pay off all my debts, or I gotta leave the Lesser Zone for good. Warum kann ich den nicht looten? Wahrscheinlich, weil ich mit ihm erst reden muss. Okay. Thank you, Stalker. I owe you one. Mhm, das sehe ich auch so. Pay up your debt to Warlock first. He promised me a cut. Well, I was going to pay him back, honest. Now? Fair enough. That's the right thing to do. Done. I sent the coupons. Both yours and Warlocks. Sehr nett. Gut, dann habe ich direkt ein bisschen was dazu verdient. Aber ich darf immer noch nicht looten. Come in. I just got money from Valley Clummox. Tell the little shit I said hi. Maybe I'll pour one of him later if you won't be an asshole. Anyway. Thank you, sucker. Out. Herrscht ein rauer Ton in der Zone, ne? So, und ich nehme mal noch ein bisschen was mit. Ich habe ihm immerhin das Leben gerettet. Ah, that's a shame. Whatever. I'm not going. Gut, mehr ist hier nicht. Gut, dann werden wir erstmal unser Inventar wieder auf Vordermann bringen. Entladen, können wir nicht gebrauchen. Entladen, können wir nicht gebrauchen. Entladen, entladen. Die bringt mir nichts, aber das kann ich immer noch verticken. Sehr schön. Ja. Und können wir gleich nochmal ein Verbandpäckchen benutzen. Gut, und jetzt wüsste ich gern, warum ich den letzten da nicht looten kann. Geht nicht. Tja, na gut. Hier fallen Schüsse. Na gut. Dann schauen wir aber erstmal weiter. Wir hatten ja eigentlich noch ein ganz anderes Ziel. Und zwar, das machen wir, glaube ich, nächstes Mal, das Mondfeld. Wir gehen jetzt erstmal mit unserer Hauptmission weiter. Und suchen nach unserem Kontaktmann. So, erstmal, wo. Der Zeppelin ist mal eine ganz gute Orientierung. Wo ist der? Aber ich. Ja, hier ist er. Bin schon so dicht, dass ich ihn gar nicht mehr sehen konnte. Gut. Also, und zwar gibt es jetzt, und das ist auch eine große Stärke von Stalker, zwei Möglichkeiten, die nächste Mission zu erfüllen. Und welchen Weg wir gehen, hängt davon ab, wen wir zuerst darauf ansprechen. Da ich ja nun schon ein paar Stunden gespielt habe und beide Versionen kenne, entscheide ich mich für die, die ich persönlich etwas interessanter finde. Wir machen vorher nochmal einen kurzen Abstecher beim Wirt. You know,
When I opened this bar, right? Okay, das kennen wir ja schon. Ich brauche Geld. Any work for me? Sure do. I was starting to think I have to go out there myself. Here you go. Take some. So, und diese Klöterkram-Mission, mit denen würden wir uns jetzt im Let's Play nicht groß befassen. Das ist so eine Dauermission. Wir kehren irgendwann wieder, wenn wir das Artefakt gefunden haben. You know, artifacts fade quickly outside of the zone. So they perishable goods. Denn die bringen richtig Asche. Nab one for me, like the split. Now I'll give you a decent amount of coupons. Just don't screw it up. Gut. Okay. Bring me back some news. Alles klar. Dann haben wir uns das nämlich auch schon mal reserviert, wenn es soweit ist. Bier nehmen wir auch noch mit, kann nicht schaden. So. Und jetzt können wir mit den Wächtern sprechen. Oder über den, ich nenne ihn mal Bürgermeister dieser kleinen Siedlung. Und die Mission ist etwas interessanter, darum gehe ich zuerst zu ihm. Ich musste gerade überlegen, wo er ist. Hier finden wir die Wächter. Ich glaube, er ist da hinten. Hier oder da hinten? Nee, das ist was anderes. Das ist, glaube ich, der Arzt. Da müssen wir jetzt nicht hin. Ach, aber wir gehen noch kurz was verkaufen. Wir haben schon wieder Zeugs gesammelt. Auch die Extremunwetter, ne? Sehr geil. So. Nee, halt, die behalte ich. Die ist ja noch gut. Die kann weg und die kann weg. Das andere behalte ich noch. Ach, und ich könnte ja mal ein bisschen Munition für die kaufen. 545 mal 39 sind, glaube ich, die hier, ne? Ja. So. Gut. Draußen braut sich irgendwas zusammen. Es könnte eine Emission sein. Nee, es ist doch ein einfaches Unwetter. Hier ist die Werkstatt. Ist aber auch erstmal unwichtig. So. Squint did it. And who does Squint work for? Me. That's why I need your help. I have to make sure the wardens don't get it. You brought that nut job to my Zalicia, and now you're making demands of me? I'm not demanding anything. I'm just asking. As an old friend. Screw you. Old friend my ass. All right. Sit down. I need to think. Gut, es geht hier um die Person, die die Wächter gesucht haben. Das war im ersten Teil, Ende des ersten Teils im Thema. Ich stehe neben euch. Hey, good to see you. Sorry, if I knew the word would get to Zalicia this fast, I would have sent you somewhere else. I think I might even know where. What do you want? Ich will kuscheln. Ah ja, und ich wollte nach Solder fragen, genau. I'm looking for someone. His name's Sodder. I know him, and I know where you can find him. But I need help too. Help me find Squint, and I'll tell you about Sodder. You're gonna get the rookie involved too? We just need someone to climb that tower, Gaffer. It's no big deal. I'd do it myself. They'd catch you up there, and then I'd have to explain why there's a sparker hanging around Zalicia. Nah, sit tight. Have you seen the balloon in the middle of Zalicia, Stalker? We need someone to climb that tower and tinker with the equipment. I'll tell the tech to contact you when you get there. So, und wer jetzt Angst hat, hier wird die Ubisoft-Formel angewendet. Keine Sorge, es bleibt bei dem Turm. Ich helfe dir. Okay, I'll help you with Squint. And I'll help you with Sodder. Fixing the tower is easy. I'd have done it ages ago if it wasn't for the ward. Just be careful when you find Squint. He's never been the calm type, and now he's totally gone off the rails. But Squint is still one of my men, regardless of whatever shit he's gotten himself into. Help him out if you can. And if you can't, bring me the sensors he stole. The ward can't get their hands on those devices. We've still got a mess to clean up. So, also wir können natürlich ohnehin gerade so ein bisschen kompakter hier spielen, weil ich ja die Stunden, die wir jetzt gerade durchschreiten, schon kenne. Aber generell finde ich, für eine offene Welt ist so das Missionsdesign sehr crispy, ne? Schön eng getaktet. Es fühlt sich bisher nicht an, als hätten wir viel Leerlauf gehabt. Ob ich bei dem Wetter den Turm hochklettern soll? Ich weiß nicht.
Naja. Was soll schon passieren? Oh je. Komm ich da? Okay. Junge. Oh, ich habe mich hier am Maschendrahtzaun verletzt. Und ich muss da irgendwie hin. Ah, hier vielleicht. Ja. Okay, ich sollte mich einmal verarzten. Und speichern. Red's here. Look, I created this system a little while ago to keep track of the rookies' PDAs. You know, in case they go missing after an emission. To locate Squint's PDA, we need to tune in to 3 points. I've already got 2, but the 3rd one is on you. Try not to fall, by the way. The last climber I had took a good month to recuperate. Okay. Shut it down, he said. And I had a deal set up at the Eastern Checkpoint worth 2 cases of ammo. Bullets don't grow on trees, you know. Simmer down. Everything is going to be all right. Stay low for now. Go mess around with flashes at the Gordon or something. Hey, Sawyer, bring me a bottle. We're drawing our sword. Turn it on. Yeah, it seems to be working. I'll reroute more power to the amplifier. Oh, fuck. Damn it to hell. The antenna is on fire. I know, okay? God damn it, Mission. I'll have to replace the coils again. Okay, let me think. There's another antenna nearby. It's an ancient piece of junk, but it worked the last time I had it checked. This one's gonna take at least a week to fix. Get to the other one. I've sent you the coordinates. Hammer down. Everything is gonna be alright. Stay low for now. Go mess around with flashes at the Gordon or something. Hey, Sawyer, bring me a bottle. We're drawing our sorrows tonight. I wish I could join you. That old prick Sukin has completely lost it. Says he's gonna shoot anyone he sees moping around. Can you believe it? All right, I'll try to figure something out about that ammo. I'll be in touch. Okay, ich bin derweil noch mal weiter hochgeklettert. Ich habe noch ein bisschen Zeugs für uns gefunden. So. Und hui. Jawoll. Gerne so weiter. Echt ein Scheißwetter. Ist ja okay. This is Captain Zolto. Come here. We need to talk. Gut, wir machen jetzt aber erstmal unsere Mission weiter. Meine Güte. Okay. Wie komme ich jetzt hier weg? Achso, wieder übers Gelände. Okay, stell mich mal irgendwo runter. So, und dann schauen wir nochmal, wo wir hin müssen. Hier? Ja, gut. Alles klar. Also wer gern bei Unwetter einschlafen mag, das ist eure Zeit.
Tja, müssen wir jetzt leider durch. Moment. Oh Mann. Nein, Mist. Ich bin in der Lobby gelaufen. Nein, 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 nein. Oh, Glück gehabt. Ah, okay. Ich muss echt mehr aufpassen. Schaut euch das Ding mal an. Ey, das ist faszinierend. Guck mal, was mit den Bullies passiert. Okay, ich gehe weiter. Aber das Wetter lässt nach, ne? Also das Unwetter. Das ist eine gute Nachricht. Gibt's hier was Nettes? Nein. Na gut. Wo müssen wir? Na, ist gar nicht mehr weit. Gut, es wird hell. Da können wir schon mal die Stirnlampe abschalten. Was war das? Was war das? Hm, egal. Aber hier haben wir auch wieder Anomalien. Hier kann ich, glaube ich, durch. Wie viel habe ich eigentlich? Ah, okay. Gut. Gut, da sehen wir schon die Antenne, die wir haben wollen. Da sehen wir auch schon Gegner, die wir nicht haben wollen. Gut. Gut. Okay. Vielleicht bekommen wir die in eine Anomalie gelockt. Kannst du mal probieren. Ja. Wir sind leider abgedreht, okay. Ja, wo bist du? Und du? Und ihr alle? So. Ja. Ah, Mist. Ja, jetzt du noch. Oh, fuck, fuck! Okay, das ist ein etwas größerer Gegner. Gut, ich sollte mir eine höhere Ausgangsposition suchen. Komme ich darauf? Nein. Mist, Mist. Jetzt wird es gerade ein bisschen kritisch. Ja. Okay, bin ich, glaube ich, zumindest erstmal so leidlich sicher. Zeit, mich nochmal zu verarzten. Die verhalten sich wirklich unangenehm, echt wie ein Hund. Ich mag nicht auf Hunde schießen. Gut, okay. Wir sind erstmal hier oben. Gut, hoffentlich gelingt's. Okay, here we go. Don't even breathe over there. Got it? If we screw up now, you ain't getting any coordinates. Almost there. Aha, that's it. Squints at the old mill. Thanks for helping me tune this thing. Ah, I know you had your own reasons for doing that, but I still don't like being in debt. Here you go. Ja, dem macht es kaum was aus, ne? Ich sichere mir nur gerade mal den Rückweg. Ah. Die Hunde sind zwar lästig, aber durchaus beherrschbar, aber diese Keiler, die sind übel. Aber einer lebt noch, ne? Ja, ich kann dich hören, Dude. Da bist du ja. Gut, okay. Gut, dann schauen wir mal, wo wir jetzt hin sollen. Offenbar wurde der Dude geortet. Ist er das?
Kommt da bitte nichts an? Ja, Philipp Linzler. Wie weit ist das? 270, okay. Dann speichern wir mal, falls der Keiler uns nochmal Probleme bereitet. Da hinten ist er nämlich. Auch wenn er mich schon einige Patronen gekostet hat, wenn er nicht angreift, lege ich mich auch nicht mit dem an. Kommt doch wieder Mist. Ah, da komme ich ja nicht rauf. Wo ist er? Da ist er. Wir hatten ja schon mal ein bisschen vorbearbeitet. Vielleicht kommen wir klar. Ah, Mist, der hat nicht nachgeladen. Gut, wir haben ihn. Oh, mit dem letzten Schuss. Aber gut, wir haben ja noch das Sturmgewehr. Gut. Sieht ganz so aus, als hätten wir unseren Blinzler gefunden. Hier sind weitere Keiler. Und Fleisch. So heißen die wirklich. Okay, ich... Erstmal weg, erstmal rein, erstmal tschüss. Okay, ich sehe nichts mehr. Okay, komm nicht rein. Das ist gut. Eine Falle. Tisk, tisk. Noch eine Falle. Tisk hoch 2. Oh, Moment. So. Who the hell are you? And what are you doing here? Weg mit der Waffe. Put your gun down, would you? I've got one too. You want to play quick draw? Okay, relax. You're not from the ward, are you? I'm sure you aren't. A warden would never swap his rags for stalker. Well, tough guy. Care to help a fellow stalker escape? Ich überlege noch. Genau. Hast du die denn umgebracht? Das wirst du gleich mal klären. Them near the old bridge at night. Why? At night? No, I found the bastards at dawn. One was almost dead, so I finished him off. Should have seen those assholes pushing us around a couple years back. So many good stalkers had to die because those bastards wanted to show everyone who's the boss in the zone. Blind dogs got more humanity than any warden. So an eye for a fucking eye. So, was wollte er uns sagen? Hat er sie nicht umgebracht oder hat er sie nicht bei Nacht umgebracht? Ich gehe mal zu seinen Gunsten davon aus, er war es nicht, sondern hat nur einem den Gnadenschuss verpasst. Na gut, wie kann ich dir helfen? Ideas, how to escape the lesser zone? Just one, but I need an artifact. There's one in the cave nearby. Welche Höhle? Suspicious, yeah, like, what kind of cave? Just a cave, nothing special about it. But it has to be me that goes there. Gute Frage. All right, there's an anomaly field there. That's it, really. Das klang nicht sehr ehrlich. Aber hey. I see. That's all I need to know. Wir sind ja ein guter Mensch. Ja. It's a matter of life and death. Fragt sich nur, wessen Tod. All right. I'll get you the artifact. Oh, I know a stalker when I see one. Got a detector? I sure do. Why do you ask? I've seen stranger things. All right. I'll wait for your triumphant return. Gut, dann wollen wir mal. Allerdings haben wir da draußen viel unangenehme Gesellschaft. Okay. Dann heißt es jetzt laufen. Unser Ziel ist nicht weit weg. Speichern? Ich kann gerade nicht speichern. Na geil. Dann muss es so gehen. Okay, jetzt laufen. Oh Gott, ich habe einen ganzen Dschungel hinter mir. Okay. Man hört sie richtig da oben galoppieren, ne?
unangenehm. Aber es wird noch weniger spaßig, darum mache ich nochmal einen Speicherpunkt. Okay, ich hatte schon mal mehr Munition. Na gut. Probieren wir unser Glück. Geht schon mal nicht gut los. Ich bin tot. Okay. Dachte, ich bin mal clever. Es war nicht clever. Gut, dann, naja, müssen wir durch, ne? Gut. Oh, von hier. Stimmt, ich durfte ja nicht speichern. Gut, das machen wir jetzt nochmal gemeinsam. Achso, deshalb sehe ich nichts. Ja, ihr habt den vielleicht wieder erkannt. Das war auch der allererste Gegner, den ich im Prolog hatte. Da hatte ich aber eine bessere Ausrüstung. Und deshalb lege ich mich auch mit all den hier gerade nicht an, weil ich die Munition da unten brauchen werde. Gibt's hier vielleicht noch Munition? Nee, hier ist nichts. Ja, gut. Ich kann mal looten, Dude. So, hier finden wir jetzt die Anomalie. Hoffe ich. Das Artefakt. So. Und jetzt nichts wie raus. Okay. Dann habe ich den Kampf jetzt einfach mal umgangen. Ist nicht so befriedigend irgendwie. Aber gut, das Ergebnis zählt. Oh, da macht jemand gerade Jagd auf die Monster. Das ist gut, dann sind die beschäftigt. Ich kann vielleicht nochmal hier ein bisschen in Ruhe mich umgucken. Da seht ihr dieses kreisende Laub. Anomalie. Die ist ganz leicht zu übersehen. So, Feuer und Blitz natürlich nicht so. Das fällt einem eher schon mal auf. Aber einfach nur kreisende Blätter. Oh, okay, wieder ein Keiler. Keiner ist geiler als ein Keiler. Wir sind auch noch verdammt schnell. Mir gerät gerade die Kondition aus. Okay, geschafft. So, Dude, wo bist du? Ich hab deinen Krimskrams. You got the artifact? Why the hell didn't you tell me about that scary thing in the cave? Ja, gute Frage. Would you have gone in there if I did? That's why. Also, ich habe den Impuls, ihn einfach umzunieten, aber vielleicht wird er uns ja noch mal nützlich. Here you go. Now hit the road. Well, ain't you a peach, Stalker? I can't give you any money, sorry, don't got any. No gear either. Mine's all worn out. Well, except for this warden stuff. I got no clue what it is, but maybe it'll come in handy. So long. Zone willing, we'll meet again. Er hat auf einmal seltsam normal bis freundlich gesprochen, ne? Und da draußen ist gerade die Hölle los. Gut, wir haben jetzt jedenfalls die Sensoren, die sowohl die Wächter als auch der Bürgermeister wollten. So, wie weit ist es? Ganz schön weit. Ich kann wieder nicht speichern. Wahrscheinlich gerade, weil irgendein Gegner mich im Visier hat. Also es ist jetzt laufen. Laufen, laufen, laufen. Immer schön dicht an den Anomalien vorbei, in der Hoffnung, dass die da reinrennen. Gut, gönnen uns mal einen Energy-Drink, damit wir weiterlaufen können. Gut. Keiner mehr hinter mir, das ist gut. Aber hier kreisende Blätter.
Okay. Dann liefen wir jetzt und ich lerne noch sprechen, versprochen. Wir liefern jetzt die Sensoren ab. Oh. Hi Leute. Bye Leute. Wir können vorher nochmal ein kleines Geschäft abwickeln. Schauen, das hier können wir eigentlich gleich hier lassen. So. Ja, aber die eine MP, die können wir noch verkaufen. Hallöchen, Schatzi. Need some help, Stalker? Nee, Geld brauche ich. Well, show me what you've got. Auf deine Hilfe pfeife ich. So, hier haben wir sie doch. Was gibst du mir dafür? Ah, ist okay. Ja. Soll mir erstmal reichen. Thanks. See ya. Gut. Lass uns reden. Hi, pickelst du? Thanks for the help. You can't imagine how important it is for us to find him. I've got what you're looking for. My part is done. Now spill it about Sauter. I told you I never had any doubts about you, didn't I? Echt? He's an IPSF tech, a slippery type. You don't look like the kind of guy Sauter normally deals with. Wie sehe ich denn aus? And who do I look like then? You look like a man with the remarkable ability to mess with idiots. Which makes us two of a kind, by the way. Seriously though, Sauter is a greedy coward, always willing to stab someone in the back. How he ended up in IPSF is beyond me. Then again, IPSF is home to all kinds of scumbags. But how do you know Sauter? That's not much. Is that all you know? I knew Sauter before, in passing. So that motherfucker Suhin took him under his wing at the Sphere, huh? They say IPSF are mapping anomalies there. So that's how you know him. What were you doing at the old bridge? Looking for anomalies? Or was there something more to it? Soll ich ehrlich sein? Also ich finde, er wird korrekt, wir sind ehrlich. I activated a certain device. There was a huge stream of light at the ward and three strangers to try to kill everyone. Yeah, I remember that little performance. You could see it from the post office, clear as day. I should have known you had a hand in it. But we're getting off topic. Taking the Sphere by storm would be even dumber than walking into the zone without any bolts. I strongly advise against this course of action. But I've got an idea. Yeah, wo ist der Haken? And I'm supposed to believe that? If you've got skin in this game, speak up. If you don't, back off. We have a responsibility to the people we've rescued, you know? If you want to go to war against the whole Sphere, be my guest. But first, listen up. I learned something interesting. After the ward started raising hell, Suhin ordered his men to sweep the backup communication center under the ribs. Why? Are there monsters there? Worse, evidence of Suhin's illegal activities. Get it? You might be able to find something useful in there. Something that'll open a door for us. Alles klar. Wir haben jetzt also unsere Spur zu Solda. Haben wir eine Menge heute erlebt, finde ich. Dann würde ich jetzt hier gerade mal den Cut machen. Und ich hoffe, ich kann euch zum nächsten Teil gleich wieder begrüßen. An dieser Stelle bedanke ich mich aber erstmal fürs Zusehen. Wünsche alles Gute. Bis zum nächsten Mal.